Hallo Freunde und ganz herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Yonder. In der letzten Folge haben wir den Tempel der Motten gefunden, die jetzt gerade Seide für uns herstellen. Außerdem haben wir Pelz gefunden, den wir hier bei dem Typ abgeben können. Und wir haben die Groffel von Kozi oder Kosi zusammengetrieben. Hui, so viel Fortschritt. Und jetzt können wir hier den Pelz abgeben. Gut gemacht, wirklich ein schöner Pelz. Ich hoffe, du hast ihn nicht einfach durch Handeln erworben. Ich habe ihn gefunden. Wenn ja, wäre ich dir auch nicht böse. Wie auch immer, du wirst in Gemäa schon klarkommen. Das hätte ich fast vergessen. Hier ist etwas Besonderes für deine Mühen. Oh! Ja! Ein Ledertornister! Das heißt, haben wir jetzt... Oh! Oh, so viel Platz! Es ist so angenehm. Jetzt ist natürlich die Frage, kann ich durch... mehr Rucksäcke auch mehr tragen. So, ich schau mal ganz kurz. Was war die Sache mit Scruffly? Finde Scruffly. Achso, ja, das ist jetzt Romp. Dipfisch. Glow. Etwas besorgen, das Polly vor dem Regen schützt. Modische Vogelscheuche, Bartduell. Nö, dann gibt es im Moment keine weiteren Quests, die ich machen kann. Moment, ich sollte vielleicht trotzdem die Hauptquest annehmen. Dann gibt es gerade in der Tat nichts für uns zu tun. Das heißt, ich schaue, dass ich... Moment, beim Fischerdorf kriegen wir immer, wenn es respawnt, ein bisschen Lehm. Das ist ganz praktisch. Und dann können wir vielleicht unsere Farm, die ja eh da ums Eck ist, ein bisschen vorantreiben. Ich glaube, auch das ist keine... Was heißt vorantreiben? Vielleicht generell mal starten. Denn Tiere gibt es da bis jetzt noch nicht. Dich nehme ich mit. Und da unten am Teich müsste recht viel Lehm rumliegen. Hoffe ich. Ja, guck mal. Eins Lehm. Zwei Lehmsen. Ist der Plural von Lehm, weiß man. Drei Lehmsisse. Na, ein bisschen was liegt da rum. Das ist gut, das ist okay. Ich hab mir zwar mehr erhofft, aber was soll es? War nicht gerade eben noch morgen, als ich die Folge angefangen habe. Ach, da ist noch Lehm, guck mal. Warum ist denn Herbst? War nicht erst Winter gerade eben? Und ich kann dich nicht zerkloppen, weil du in der Stadt bist. Es war doch gerade erst Winter. Oder laufen die Jahreszeiten hier irgendwie anders? Habe ich da was verpasst? Discord, sei mal bitte ganz kurz ruhig. Ich versuche hier ein Let's Play aufzunehmen. Vielen Dank. Ah, guck mal, jetzt ist auch die Zeit für die Seidenmotte abgelaufen. Das heißt, wir müssen eh in die Richtung. Das bietet sich natürlich perfekt an. Hallo, Stein, dich will ich eigentlich schon mitnehmen. Danke. Und die Lianen auch, die bieten sich natürlich auch immer an. Generell alles. Wir haben jetzt wieder Platz, dadurch, dass wir einen neuen Rucksack haben. Ach Moment, jetzt sind wir... Ah, da! Jetzt habe ich auch hier den Zusammenhang gefunden von den Orten. Das ist gut, wenn ich mich jetzt hier ein bisschen orientieren kann. Was leuchtet denn da hinten für Lichter? Was ist da für ein Ort? Guck mal, hier ist ein Weg nach draußen. Es sieht aus, als ob da noch eine Stadt wäre, in der wir nicht waren. Das wäre ja hyper cool. Das wäre ja ultra cool. Das wäre ja... Oh! Darf ich trotzdem die Quest hier auswählen? Jetzt habe ich gar nichts ausgewählt. Auch sehr gut.
Lass mich da vorbei. Aber es ist ja direkt vor uns. Nimm Stein. Nimm Stein. So, hier ist der Tempel. Oh, guck mal, jetzt ist alles vollgewachsen. Schön. Wie schön. Gut, das ist ein bisschen eklig. Mit den Riesenmottenlarven. Aber was soll's. Mensch und Natur sind wieder im Gleichgewicht. Die Motten sind zurück. Bitte nimm dir die benötigte Seide von den verlassenen Kokons. Ach, und der Geist schließt sich uns automatisch an. Wundervoll. Ach, ich brauche mehr Riesenmottenseide. 6 an der Zahl. Das heißt, irgendwo muss noch eine Seide rumliegen. Da liegt noch eine Seide rum. Und jetzt müssen wir sie abliefern im Schneiderdorf. Ich würde aber trotzdem ganz gerne kurz hier hoch. Wie auch immer ich da hochkomme. Was machst du hier? Kenne ich dich? Dich kenne ich. Favits kommunizieren übereinander, miteinander über Gesichtsausdrücke. Hier ist auch wieder alles respawned. Angenehm. Sehr angenehm, Spiel. Dankeschön. Moment, ist es bei unserer Farm? Ist es bei unserer Farm oben? Das läuft gerade wieder alles so perfekt zueinander. Ineinander über in Dings. Ich weiß definitiv, was ich sagen will. Und ich möchte hier die Düsternis mal entfernen. Komm. 18 Geister haben wir schon. Weiß gar nicht, wie viele es insgesamt gibt. Ich schätze mal, 30 ist eine realistische Zahl. Ein Spinnrad haben wir entdeckt. Ich schätze, 30 ist eine realistische Zahl. Kann ich euch mitnehmen? Kann ich mehr als einen mitnehmen? Ich möchte sie alle haben. Wie kommen wir jetzt am besten da hoch? Direkt hier vor uns. Kommt ihr? Der andere? Was mit dir? Komm, bei Fuß. Was ist denn hier los? Ist da... Waren wir da schon? Da scheint ja irgendein Sumpf zu sein. Doch, ich meine, wir sind hier schon durchgekommen. Oh. Komm ran. Da hat sich die KI wieder an einem Stein festgeglitscht. Entschuldigung, anderer... Süßes Ding. Wie kommen wir darüber? Habe ich irgendwo einen Aufstieg verpasst? Auf der anderen Seite hier vielleicht? Kommen wir da hoch? Ein Versuch ist es wert. Moment, jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken. Funktioniert das auch so, wie ich mir das vorstelle? Ich glaube, da muss ich trotzdem hier hoch. Da vorne ist auch noch ein Geist. Aber ich glaube, das gucke ich mir später mal an. Ich darf bei der KI hier nicht zu scharf um Kurven gehen, habe ich festgestellt. Können wir 3 machen? Wir können 3 machen. Und um Steine. Hallo. Du auch. Kommt alle mit. Ist es wirklich so schwer? Was zum Geier tust du da? Es ist natürliche Selektion, kann man nichts machen. Es ist ein tragischer Verlust. Kommst du auch? Was tut er?
Was tun sie alle? Ah! Ich war ja froh, dass mir drei folgen, aber am Schluss bin ich froh, wenn... Es ist unfassbar. Keine Ahnung. Es ist... Nee. Also nein, echt nicht. Dann muss ich wohl leider auf euch verzichten. Da will ich irgendwie hoch. Dann kann ich jetzt hier aber auch kurz da hinten den Geist holen, wenn wir die eh verloren haben. Wie komme ich da hoch? Ach, keine Ahnung. Was haben wir denn hier? Es ist auf jeden Fall widerlich. Furzmoor, stinkende Blumen verboten. Furzmoor-Sumpf. Verdammt nochmal, es hat mir hier echt gefallen. Dann kommst du und machst alles widerlich. Aber wie es aussieht, könnte dein Rucksack eine gemütliche Wohnung abgeben. Und du wirst das kaum verhindern können. Es furzt hier immer noch vor sich hin. Das ist gut. Ich wollte das Furzen jetzt natürlich nicht zerstören durch meine hübschen Blumen. Es wäre ja eine Schande, wäre das. Ich habe nur leider gerade null Ahnung, wo ich lang gehe. Hier kommen wir anscheinend nicht weiter. Wie soll ich denn da hochkommen? Geht das tatsächlich nur über die eine Brücke da? Moment, habe ich da überhaupt eine Brücke gebaut gehabt? Ich habe da doch eine Brücke gebaut gehabt. Ja, ich habe hier eine Brücke gebaut gehabt. Geht es echt nur über die Brücke? Interessant. Sehr interessant. Ja, gut, dann halt keine neuen Tiere für meine Farben. Schade, aber machst du nichts. Hier, guck mal, dich kann ich doch mitnehmen, oder? Komm ran. Es mag mich nicht. Nö, gut, dann nicht. Ciao. Wer dich will, der hat schon, Entschuldigung. So, jetzt sind wir immerhin wieder hier. Das heißt, wir können jetzt auch mal schauen, was da vorne dann ist. Das würde ich tatsächlich primär tun. Das war schon wieder falsch. Nach unten ist die Karte. Da vorne, guck mal. Aber komme ich da dann irgendwie wieder hoch? Ja, tue ich. Tue ich definitiv. Oder komme ich... Hier komme ich dann aber nicht mehr hoch. Ha. Joa, keine Ahnung. Wer nicht will, der hat schon. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Und außerdem und sowieso. Die Frage ist, wie komme ich darüber auf diesen Felsen? Was ist das da drüben für ein Ort? Ich dachte ja, dass hier vielleicht irgendwie eine Verbindung ist. Aber nein. Jetzt, Achtung, jetzt kommt Ultra der Cheat-Move, aber kann ich mit dem Fotomodus da ein bisschen näher ran? Ja, ein bisschen, aber nicht viel. Ist das überhaupt eine Stadt?
ist nicht mal eine Stadt. Das ist irgendwie... Dann ist es Endgame-Content oder so. Keine Ahnung. Gut, Freunde. Dann würde ich sagen, werde ich jetzt... Ah, ist die Frage. Machen wir jetzt mit der Farm weiter oder mit der Hauptquest? Schwere Frage. Ich mach's davon abhängig, ob ich da wieder hochkomme. Oh, lass mich hier hoch, Spiel. Das Spiel lässt mich da nicht hoch. Es verletzt mich sehr tief in meinem Inneren. Oh, aber hier geht's irgendwo rein. Ach ja, richtig. Du bist der Düngermann. Das interessiert mich jetzt weniger, tatsächlich, was du mir anzubieten hast. Habe ich das gerade wirklich... Wow. Wow, sehr gut. Sehr gut. Das habe ich gut gemacht. Irgendwie ist die Farm da oben gar nicht mal so optimal gelegen, muss ich zugeben. Well. Lass du mich da hoch? Lass du mich hier hoch? Hier hoch? Wenn hier noch irgendwo ein Stein wäre. Das wäre so gut. Aber nein. Spiel will natürlich nicht. Ich wollte eigentlich die Folge abmoderieren, aber jetzt bin ich gerade voll unentschlossen. Deswegen moderiere ich die Folge noch nicht ab. Ich kann mir das erlauben. Kann man nicht irgendwie die Ranken hochklettern oder so? Nein, das ist nicht Pitfall Harry, es ist nur ein namenloser Protagonist. Dann würde ich sagen, arbeiten wir in der nächsten Folge ein bisschen... an der Farm. Oder? Ich weiß nicht, kann ich mir denn coole Sachen craften? Das ist jetzt natürlich die Frage. Kann ich mir denn hier coole Konstrukte machen? Dafür brauche ich alle möglichen Barren. Dafür brauche ich auf jeden Fall 200 Konstrukteursets. Oder mindestens, ja, 30 oder so. Keine Ahnung, richtig viel. Hosen des Schmieds. Hose, die traditionell von Bäckern in der Konstrukteursgilde. Warum von Bäckern? So, 2 Bögen und 2 Säulen. Ach du Kacke. Und dafür brauche ich dich. So, daraus mache ich dich. Jetzt fehlen mir natürlich wieder Pflastersteine. Es ist unfassbar, gell? Eine Säule. Moment, jetzt habe ich 2, gell? Muss kurz im Inventar gucken. Wir haben vorher aus der Quest den Zylinder gekriegt. Kann ich den bitte aufsetzen? Der sieht richtig kacke aus. Kann ich ihn bitte nicht aufsetzen? Oh, jetzt habe ich gar keinen Hut aufgesetzt. Das ist natürlich auch klug. Gut, dann craften wir jetzt noch ein bisschen. Das ist ja eh nicht so spannend. Ich wollte ja eigentlich das große, stabile Gehege. 2 Säulen. Wir haben jetzt eine Säule und einen Bogen. Das heißt, wir brauchen noch... Futter. Wir brauchen Futter, aber das kriegen wir ja überall her. Das, hey, ich hab doch Discord gemutet. Was ist da los? Warum macht das immer noch Geräusche? Ich werde mich wohl mal darum kümmern müssen. Ah, kann ich euch hier... Ja, kann ich. Kann ich. Wunderbar. 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 So, zack, zack. Oh, so viel auch noch.
Sehr gut. Dann kann ich... Das war zu weit. Kann ich jetzt... Mörtel herstellen? Moment, was brauchte ich denn noch? Eine Säule... Und ein Bogen. Es ist unfassbar, wie viel von dem ganzen Kack man braucht, ne? Zwei, drei, vier. Ein Mörtel. Upsa, eine Säule. Jetzt brauchen wir... So, Mörtel. Und jetzt können wir uns den Scheitelstein machen. Jetzt brauchen wir noch einen Mörtel. Und jetzt können wir uns das stabile große Gehege machen. Die kleine Baumpflanzenkiste, Steinbeet. Gut, das ist ja stabiler Wasserdruck. Ist cool, glaube ich. Was brauche ich dafür? Konstrukteursets, Blei, Erz, Kohle. Davon kann ich... Upsa, Mörtel... Gut, werde ich auch irgendwann brauchen. Aber seht ihr jetzt, warum ich so viele Steine und Holz gesammelt habe? Für dieses Konstrukteurset. So, aber der stabile Wassertrog kommt mir doch recht cool vor. Zwei Kupferbarren, zwei Eisenbarren. Zwei. Eins, zwei. Und dann können wir dich machen. Pflanzenkiste. Stabiler Futterdruck. Zwei Eisen und zwei Blei. Zack. Blei habe ich jetzt auch. Ja, das war Eisen. Und das hier ist Silber. Naja. Moment, hä? Ach, drei Blei. Ich kann kein Mathe. Übrigens. Für die, die es noch nicht wussten. Quick Math war noch nie so meins. So, wie kam ich jetzt wieder hoch? Es ist... so ein Rumgerenne. So ein Rumgerenne. Aber jetzt haben wir wenigstens Sachen, mit denen wir unsere wundervolle Farm verschönern können. Es ist unfassbar. Gut, dann gehen wir jetzt halt doch zuerst zur Farm. Dann würde ich aber sagen, zur Farm gehen wir jetzt wirklich erst in der nächsten Folge. Ich hoffe, die Folge hat euch soweit gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Däumchen nach oben. Da würde mich sehr freuen, um keine weiteren Folgen zu verpassen. Abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und ciao, ciao.